Sandra Weser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin vielleicht, weil ich Deutsch-Französin bin, aus tiefstem Herzen Europäerin. Und deswegen freut es mich auch immer wieder besonders, wenn europäische Länder gemeinsam Projekte vorantreiben. Und dafür ist für mich die Windenergie auf See ein Paradebeispiel, weil sie zeigt, wie Energiepolitik europäisch gedacht in der Praxis aussehen kann. Schon heute haben wir Windparks in der Nordsee und der Ostsee, die ein enormes Potenzial aufzeigen. Und Windenergie auf See hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Die Menschen akzeptieren sie nämlich deutlich besser als Windkraftanlagen an Land. Und so sage ich auch ganz klar, Offshore muss vor Onshore stehen. Bei der Windkraft an Land haben wir vielerorts die Schmerzgrenze der Menschen erreicht. Den weiteren Ausbau sehe ich sehr kritisch. Und Offshore hingegen leistet einen erheblichen Beitrag, uns sicher mit Energie zu versorgen. Und deshalb begrüßen wir Freien Demokraten, dass sich die Koalition jetzt endlich geeinigt hat, dass es Klarheit beim weiteren Ausbau gibt, auch wenn wir bei der Einigung einiges zu kritisieren haben. Ich werde nicht müde zu sagen, die deutsche Energiewende muss viel stärker europäisch gedacht werden und sie muss sich vor allen Dingen dem europäischen Klimaschutz widmen. Und deswegen, Herr Altmaier, nutzen Sie die deutsche Ratspräsidentschaft. Lange dauert sie nicht mehr. Ja, und bringen Sie die europäische Energiewende voran und machen Sie sich vor allen Dingen für die Ausweitung des europäischen Emissionshandels stark. Isolieren Sie uns hier nicht weiter in Deutschland mit Ihrer national ausgerichteten Energiewende. Und Herr Altmaier, muss noch mal Sie ansprechen, isolieren Sie uns auch nicht bei den Energiepreisen. Ein französischer Mittelständler zahlt mittlerweile nur noch die Hälfte von dem, was ein deutscher Unternehmer auf der Stromrechnung hat. Und das ist staatlich verursachte Wettbewerbsverzerrung, die Sie abstellen können. Die Windenergie auf See ist ein schönes Beispiel, wie Energiewende zusammen funktionieren kann, weil wir haben den Strom, der wird vor der Küste produziert, er wird mit einem vernünftigen Netzausbau an den Verbraucher gebracht und dann über die Ländergrenzen hinweg entstehen immer neue Projekte, mit denen wir gemeinsam profitieren können. Das heißt, Produktion, Speicherung und der Transport von Energie wird so immer effizienter. Und da muss doch die Reise hingehen, meine Damen und Herren. Und deshalb fordern wir Freien Demokraten Sie auf, sorgen Sie dafür, dass Deutschland ein Signal Richtung Europa setzt und bauen Sie eine Energiepolitik mit einer Brücke nach Europa. Ich glaube, da ist uns allen mitgeholfen, Herr Altmaier. Dankeschön. Vielen Dank, Sandra Weser. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Lorenz.